Yeah? You were going to say something, Professor. Well, I was just marveling on how your arms are for more than show. You remind me of a giant ogre, I think. A thousand blessings. Do I now? You remind me of a little rabbit, except you talk more. Well, at least rabbits are cute. I'm beginning to think it's because they don't talk. Anyway, how would you know? How would I know that rabbits are cute? Well, I do have eyes as well as my mouth that apparently talks too much. No, I mean about ogres. It's not like you've ever seen one. Or did your family keep them as pets? I've heard you nobles enjoy that sort of thing. Nobles? No, Thogra. I've seen them wandering about High Rock, using their huge arms to kill people. That's how. Fine. Whatever. I'd rather have huge arms than a big mouth. At least they're useful for something. Well, I'll just use my big mouth to yell for you next time a bandit is trying to mug me, and then you'll see how useful words can be. Ha! All right, Professor. And then I'll use my huge arms to bash that bandit's skull in. It's going to be very, what's the word, educational. Agreed. Habt ihr beide sie jetzt dann? Thogra. Es kommt mir seit letztem vor, dass ich gerne mit der Remila anlegt. Sie ist unsere größte Waffe, wenn es um Wissen geht. Und der Kult lebt von Wissen, nicht wahr? Aber ihr seht auch noch aus, als möchtet ihr mir etwas sagen. Yeah, there's something you should know about me. Ja, jagt Banditen, das reicht mir schon. No. Well, maybe. But that's not what I meant. Und was ist es denn? I was in the Legion a long time ago, until I left. Okay, und das sollte mich interessieren. No, it's not like that. What I mean is, I'm a deserter. Ah, das war nicht gerade sofort zu erwarten, aber warum habt ihr euch entschlossen, diesen Verein zu verlassen? I swore an oath. The Legion got in the way. Müsste etwas spezifischer sein. Ich kenne mich mit dieser Schwursache der Orks nicht wirklich aus. All right. I owe you my honesty. I'm from Cyrodiil, the city of Bravil. Ever heard of it? Ja, hier und da mal eine kleine Erzählung. Nicht gerade die schönste Stadt. Then you know it's a miserable hovel. The Legion was my best way out of there. Did you see? I enlisted as soon as I could. Okay. Und dann war das Leben in der Armee wohl nicht das, was man sich vorgestellt hatte. No, I took to it just fine. I like to feel that I was part of something, that I was doing some good, not just rolling around in the mud like in Braville. There were plenty of other orcs too. Met my husband Gorb there. Ihr seid verheiratet. Was? Oh. Ich sehe. I suppose you do. Anyway, enough to say that he died, and I swore to avenge him. I know who killed Gorb. I left the Legion to find him and make him pay. Seid ihr nicht besorgt, dass uns irgendwann die Armee in den Hintern beißt? No. It was in Cyrodiil, more than 10 years ago. They probably don't care, but you should know, so you can decide if you want me around. Als würde mich das interessieren. Ich könnte mich weniger darüber aufregen und keine müde Sekunde daran verschwenden. Look at how shiny you are, my handsome boy. Genau, und außerdem müsst ihr unseren Professor da drüben etwas im Auge behalten. Dieses Verhalten mit dieser komischen Maschine ist nicht gesund. Solange ihr loyal gegenüber Kunarik seid, wird Kunarik euch alles vergeben. Thank you. I will. Das ist doch schön. So, nachdem wir das alles abgeschlossen haben, heißt es für uns, wir müssen den nächsten Drachenpriester finden. Und laut Karte ist er auf der Schwurspitze. Schwurspitze ist
Ich hier in der Nähe. Ja, man hätte ja von hier oben durchsehen können. Naja, ich bin der Meinung, wir gehen mal nach Schuhspitze. Und danach besuchen wir mal die alten Männer auf Hochrowska. Ich habe das lange genug hinausgezögert. Wenn ich schon eines dieser Drachen, Blute, Blüter, irgendwas in Mehrzahl sein soll, dann sollte ich diese Macht mir nicht entgehen lassen. Konarik reicht mir ja schon. Das ist eine Macht, die so uralt ist und so mächtig, dass sie ihresgleichen sucht. Vielleicht. Aber vielleicht zeigt er ja auch so sein wahres Gesicht und zeigt, dass ihm die Leute eigentlich am allerwertesten vorbeigehen, solange sie ihre Steuern bezahlen. Ich kann nur sagen, mir sind sie auch egal, solange sie sich dem Drachenkult anschließen. Schuhspitze soll es also sein. Wir müssen aber aufpassen. Nicht nur, dass der alte Drachenkult sicher auch bei Schuhspitze unterwegs sein sollte. Und dann auch noch ein Drache. Laut der Beschreibung ist das da auch noch ein Drache, der dort lebt. Das bringt seine Probleme mit sich. Genau, da können wir. Waren ja hier schon für die Magiergilde dort oben. Ach, ich dachte schon, das sei ein Wolf dort. Ist ja ein Hirsch. Oh. Sucht der Streit oder fliegt er einfach nur hier rum? Wenn er Streit sucht und zu mir kommt, dann... Na? Okay. Jetzt scheint er... Ein Riese. Der scheint nur rumzufliegen. Naja. Sucht der Streit, oder? Scheint so zu sein, dass er keinen Streit sucht. Es wird sich nur nicht... Wenn du das als Einladung verstehst, dann beweg deine Fratze nach unten. Elendiger Langweiler. Wenn er da nur gleiten will, um mir auf den Sack zu gehen, dann hat er seine Aufgabe bravourös erfüllt. Wenn ich ihn nämlich nicht gebrauchen kann, wenn ich noch ein... Ist in Ordnung, wir haben dich gesehen. Okay. Scheint da wegzufliegen. Okay. Scheint wohl nur da gewesen zu sein, um Präsenz zu markieren. Stimmt, dieses Territorium gehört ja bereits an. Wer ist das? Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Das meine ich ernst. Der letzte, von dem ich mir was sagen lasse. Wisst ihr was? Mir gefällt nicht, wie ihr mit mir redet. Gib mir mal das alles, das nehme ich mal alles. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ja. Ich nehme an, das gehört euch. Ja, woher habt ihr das?
Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Müsst ihr nicht, das habe ich bereits gemacht. Mag nicht, wie der mit mir geredet hat. Das wäre ich irgendein Bauer, ein kleiner Lakai. Genau, dann müssten wir hier, wenn wir hier nach oben gehen, zu der Festung kommen und dann müsste irgendein kleiner Weg nach oben führen und da oben ist Schuhspitze. Oh, ein Dedro. Eismagier. Mal her. Ja, genau. Hier wollen wir das denn? Ja, hier sollte es nach oben gehen. Sich da doch tatsächlich wieder einer eingenistet. Okay, meine Damen. Wir bekämpfen einen Drachen. Einen Drachen? Den alten Drachenkult? Ich glaube, das war was anderes, Remil. Gib mir mal euer Zeug hier. So, Scrap weighs more than Dragon Bones. So, don't expect me to be carrying too much. Kein Problem, gib mir da mal das ganze Zeug, das ihr da mit euch rumschleppt. Ihr habt nur das, diese Chaos-Balliste. Bring ich die mal wieder zurück. Ich kann sie ja eh nicht gebrauchen. Weiter geht's. Bye dann. So, wer wollte mich da hinterrücks angreifen? Irgendein Wolf oder was? Naja, der brennt ein bisschen. Okay. Nur ein Einfallspinsel lässt sich umzingeln. Kann man so sagen. Was wollen wir da nehmen? Ich nehme mal Telekinie. Telekinese wird gegen irgendwo hier oben wird es sein. Ja, Schuhspitze bekommen. Macht euch bereit, wir haben einen Drachen, den alten Drachenkult. Alter Lindwurm. Sturmdrache. Okay, die haben uns entdeckt. Ein Akkavierdrache. Das ist nicht gut. Auf den Drachen. Okay, der Drache ist schon... Ist der schon tot? Tatsache. Nimm mal mit. Nimm mal noch die anderen. Das war einfach.
waren ja auch noch nicht die stärksten. So, seine Lakaien sind ausgeschaltet. Drin ist der. Da muss man doch mal nur sagen, bevor er überhaupt aufsteigen kann. Lack ihn tot. Groß ist der Alte. Groß ist. Damit. Den Stab auch. Ja. Heilung. Okay, machen wir zuerst tiefes Lager. Alles ablegen, was ich nicht gebrauchen kann. In der Wrack. Kannst weg. Bleibst. Großes Morokai. Du bleibst. Haben wir noch sein verfluchtes Set. Roses. Sonst. Verfluchte Ruhe. So. Dann wollte ich mal sehen, was das für ein... Ah, ich habe ja noch andere, habe ich gerade gesehen. Frostarten. Gut. Es ging ja schneller als gedacht. Und da alles. Weg der Stimme. Genau. Können wir eigentlich uns da drehen? Ich glaube hier. Müssten wir hier runterkommen wieder. Und dann gehen wir zurück Richtung der Straße. Hier. Ja, von hier, wo ich gekommen bin. Ja, ich glaube, für den Nicht-Gewohnten ist es hier oben ziemlich kalt. Ja, wir kommen ja gleich wieder in wärmere Gefilde. Es ist nur hier oben kalt. Mal sehen, ob wir hier irgendwo gewinnbringend runterkommen. Scheint mir gewohnt zu sein. Naja, was wäre ich hier da, um euch zu bespaßen? Ich glaube... nicht, dass die da oben gut auf uns zu sprechen sind.
Sitzt hier jemand? Ja. Ist das alles, was ihr könnt? Und das sagen wir. Bleib du mal stehen. Das war gar nichts. Ja. Gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Okay, ihr habt genug schwere Rüstung, obwohl ich sagen muss, Witchblade. Macht ihr euch mal nützlich hier? Da oben war doch noch jemand, oder? Komm mit! Ah! Ja. Ziemlich wenig los hier. War nicht hier oben noch jemand? Anscheinend nicht. Oh. Ja, macht er schon. Oh. Welche komischen Pfeile. Auch mit. Waffefeuerrüstung. Kälte. Mit. Auch mit. Seht ihr immer noch? Da oben ist der doch. Ekelhafter Ork. Das ist aber nicht nett. Nein. You barely scratched me. Was hier ist, der euch ekelhafter Ork genannt hat. Oh. Teure Sachen. Oben war noch jemand. Ich mach das super. Ich kann man auch mal alleine lassen. Da muss auch nicht ich ständig dabei sein. Ah, kräftigen Heilung. Ah. Remy? Wo komme ich hier? Ah, da draußen komme ich ja runter. Na gut. So. Hm. Hat da nicht noch jemand irgendwas gesagt? Anscheinend nicht. Na gut. Hätten wir das Problem auch gelöst? Können wir uns jetzt hier auf dem Weg ganz gemütlich Richtung Ivarstadt begeben und schauen, was wir dort finden. Ich glaube zwar nicht, dass irgendwas hier auf dem Weg ist, das mir groß Probleme macht. Aber behalte gerne meine Augen offen. Ja, ist okay. Da ist ein Kranker hier, ne? Ja. Oh, hier oben geht's noch wohin. Können wir uns ja mal später zu Gemüte führen. Mir ist gerade aufgefallen, dass noch zwei Drachenpriester laut Buch am Leben sind. Ich weiß, was das heißt. Einen ist auch auf meiner Karte eingezeichnet. Das ist Schützburg. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, wer der Herr von Schützburg war. Und einen Drachenpriester weiß ich noch. Der war nicht hier in Skyrim. Jetzt hoffe ich, dass wir den finden können. Den ungerne irgendwo suchen würde. Können wir hier das ein bisschen abkürzen. Können wir hier durch diesen Schleichpfad durchgehen, der sich da durch den Berg schlängelt. Totenbeschwörer. Passen, dass er da in ihren
Dreckshöhlen. Bist du? Ihr da, Bürger. Der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Her damit, Bürger. Sehe ich aus, als wäre ich erst gestern auf die Welt gekommen. Ihr könnt es ja haben, wenn ihr es schafft, mir wegzunehmen. Elendiger Bandit. Wenn ihr darauf besteht, kommt schon, Jungs. Das wird lustig. Die Befehle sind so. Was denn? Zu nice strike in your name. Was denn? Was denn? Better hold him. Ja, ja. Was denken die sich eigentlich, dass ich erst gestern auf die Welt gekommen bin? Das Goldstück, um einen Weg zu benutzen. Vollidiot. Kein Problem, Kuani. Oh. Wir können das hier so ein bisschen abkürzen. Wenn wir hier durch die Berge durchgehen. Aber dreister werden sie auch immer wieder. Man fragt sich hier, ob wirklich den Leuten die Straße egal ist. Oder ob sie einfach nur bis dorthin schauen, wo es sich selber betrifft. Wenn ich Konarek bin, bin ich ein Gott. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird ausgelöscht. Egal, wo er sich versteckt, egal, was er macht. Wenn er sich dem neuen Drachenkult unterwirft, wird er von mir keinen Schaden fürchten müssen. Sollte er offen gegen mich rebellieren? Kann schon mal passieren, dass irgendwas auf ihn drauf fällt. Oder ja, von irgendeinem Blitz getroffen wird. Zufälle gibt's. Manchmal ist die Natur unbarmherzig. Kann man nichts tun. So einer die Mühe gemacht, den richtigen Weg abzusperren. Ja, die rücken auf. Zur Not kann ich mich auch noch ein bisschen selber verteidigen. Licht? Machen ihr Licht? Nie ihr Lichte hier gesehen. Interessant. Letzte Mal haben wir sie zusammen mit einer Wisp-Mutter gesehen. Okay. Er will Probleme machen. Ja. Wollen wir doch mal. Hier bin ich. Dümmliches Wesen. Zwei Männer genügen also.
Ja, man hat's gemerkt, wie es gereicht hat. Was jagt ihr eigentlich? Ach, wahrscheinlich den Fuchs. Ich durch meinen. Ja. Genau, wieso kommen wir nach Iverstadt? Gleich da. Ziemlich felsig die ganze Angelegenheit hier. Müsste der Hals der Welt sein. Aber nichts, was mich aufhalten könnte. Bär. Hier muss es wohl nach oben gehen. Aber ich gönne euch allen erstmal noch, dass ihr euch ausruhen könnt. Und Gasthaus neben einem Hügelgrab. Interessant. Gut. Willkommen im Gasthaus Wielemühe. Guten Tag. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, dann lasst es mich einfach wissen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, Remil. You had something to say? Ja. Warum ruht euch nicht ein bisschen aus? Okay, sounds great. Are you getting the drinks, or am I this time? Gut. Oh, kann er? What do you want, Lowlander? Ich hab nichts Neues, dann ruht euch ein bisschen aus. Off then. Skyrim's wolves are much fiercer than wolves in Hyrule. Dann machen wir das noch, Troger. Ein Ork folgt bis in den Tod. Gibt es irgendwas, woran ihr gerade denkt? If a bard starts singing, can you shut them up? Sometimes a woman wants to drink in peace. Na gut, werde ich machen. Dann würde ich sagen, wir ruhen uns hier erstmal alle aus. Und dann, der Tagesanbruch, geht es für uns ab nach Hochhofgar.